Peace Leute, euer Mustafa hier, meine Ehrenbrüder. Viele haben mich im Stream gefragt, wie ich auf YouTube meine Streams gestalte, wie ich auf YouTube meine Streams anfange, wie und wo ich meine Hashtags reinmache und so weiter, etc. Leute. Also ich mache mal hier das Ding weg hier. Steht einfach eiskalt drauf, putze Flur und so. Naja. Ja, in dem Video möchte ich euch jetzt Leute einfach zeigen, wie fange ich einen Stream an auf YouTube. Und zwar Leute, Controller, ne? Easiness. Hier Leute, für die Leute, die das nicht wissen, einfach die Share-Taste einmal gedrückt halten. Zack, öffnet sich hier das Bild. Kurz fokussieren, so. Dann geht ihr einfach auf Spiel übertragen, Leute. Und dann auf YouTube oder Twitch, je nachdem, wo ihr übertragen wollt, wo ihr eure Streams planen wollt und erzocken wollt, geht ihr einfach auf YouTube. In meinem Fall ist das YouTube. So Leute, jetzt haben wir hier so einfach die ganzen Spielübertragungseinstellungen und so weiter. Für die Leute, die eine Cam haben, eine Kamera benutzen, können hier einfach dieses Häkchen reinsetzen, Video von meiner PlayStation Kamera ebenfalls übertragen. Aber in meinem Fall, da ich keine habe, ist da kein Häkchen drin. Mikrofon, Audio ebenfalls übertragen, ist bei mir aktiv. Ich will ja, dass man mich hört, logischerweise. Nachrichten an Zuschauer habe ich immer deaktiv, Leute, weil, schaut mal, hier diesen Rand hier, ne, seht ihr, da ist momentan nichts. Wenn ich jetzt draufklicke, könnt ihr hier im Bildmodus sozusagen, hier rechts so, eure Nachrichten noch verfolgen. Dann habt ihr diese Hälfte nicht mehr zum Zielen oder sonst was, zum Zocken. Dann ist diese Hälfte weg und das will ich nicht haben. Ich will komplettes Bild. Ich mache das dann über PC und so, ich lese meine Stream-Nachrichten so. Naja, dann gehen wir auf Titel, Leute. Ich habe hier Hashtag Fortnite, Abo-Zocken, Livestream, jeder darf mitmachen, Phyllis Moro 29 und so weiter. Leute, damit man euch auf YouTube live, während ihr live seid, überhaupt finden kann und sehen kann, müsst ihr immer Hashtags benutzen. Das heißt, ich bin jetzt, sage ich mal, ein Zuschauer, ne? Und ich suche nach einem YouTuber, der Fortnite macht. Dann gehe ich auf YouTube und das erste, was ich als leidenschaftlicher Fortnite-Spieler mache, ist immer direkt am Anfang Fortnite Livestream oder Fortnite Epic Wins, Fortnite bla bla bla. Ihr wisst, was ich meine. Immer das nehmen, was Zuschauer als erstes eingeben würden. In meinem Fall ist das Hashtag Fortnite, Abo zocken, Livestream und den Rest seht ihr selber. Immer die Titel benutzen, Leute, die am einfachsten zu finden sind. Und immer die Hashtags dabei haben, Leute. Weil ohne Hashtag wird euch kaum jemand finden. Und was ihr noch machen könnt, Leute, ist, ihr könnt auf TikTok, auf Instagram, auf WhatsApp, auf Facebook überall so teilen. Nachrichten zum Beispiel heute, schreibt die rein, ich komme morgen um 18 Uhr online und dann haben Leute bis morgen 18 Uhr Zeit, sich das alles abzuchecken. Beschreibung, herzlich willkommen zu meinem Kanal, wer sich interessiert, kann später Dings machen, ganz easy, wenn das Video oben ist, hingehen und in meine Beschreibung alles durchlesen. Qualität habe ich Leute auf 720 hoch, ich könnte auch 1080p hoch machen, 60 Frames, ist gar kein Problem. Aber viele Videos auf YouTube sind auf 720p, deswegen ist das unnötig, wenn ich da noch Ressourcen verliere, weil ich die Grafik noch herstelle. Ist auf 720p hoch, ist auf jeden Fall korrekt so. Dann könnt ihr hier noch mehrere Hashtags eingeben. Was ihr eingebt, ist eure Sache. Hauptsache, ihr habt hier oben die wichtigsten, wie ich eben gemeint habe, die wichtigsten als erstes mit Hashtags. Und dann geht ihr auf Spiel übertragen. Aber was ihr noch machen könnt, Spieler auswählen, dann könnt ihr alle eure Freunde markieren und dann noch fertig. Und denen dann sozusagen eine Message geben, ich werde gleich streamen, kommt vorbei und so. Naja, das war's mit dem Video, Leute. Aber was ich jetzt noch hier erwähnen möchte, Leute, ich habe vor, das Spiel hier zu starten, also das Spiel, das Let's Play davon zu machen, The Last of Us. Das gab es damals für die PlayStation 3 und jetzt
seit kurzem, glaube ich, für die PlayStation 4. Leute, das ist im PlayStation Store umsonst, ist kostenfrei. Ich habe mir mal überlegt, also ihr wisst ja Bescheid, Montag, Mittwoch und Freitag mache ich immer Livestream. Fortnite wird immer Livestream gemacht. Abo zocken mit euch zusammen. Aber ich habe mir überlegt, nebenbei auch Let's Plays zu machen. Da ich nicht genau wusste, worauf ihr Bock habt, habe ich jetzt einfach mal dieses Spiel genommen. Falls ihr irgendwie noch andere Spiele wollt, dann sagt mir Bescheid. Und falls Leute wollen, dass ich dieses Spiel mit denen zusammen durchzocke, dann gibt es mir ein Feedback. Leute, schreibt in die Kommentare rein, ja, zock The Last of Us oder zock Battlefield oder zock Black Ops, je nachdem. Und ja, dann werde ich auf eure Wünsche auf jeden Fall eingehen, Leute. Ja, was soll ich noch Großartiges sagen, Leute? Ich wollte in dem Video zwei Dinge ansprechen. Einmal das, wie ich meine Streams gestalte und dann, dass ich noch vorhabe, jetzt Let's Plays zu machen. Und ich möchte mich auf jeden Fall für die 62 Abonnenten bedanken, Leute. Ihr seid die beste Community, die man sich überhaupt vorstellen kann. Kuss geht auf jeden Fall an jeden raus. Danke, Leute, dass ihr mich supportet, dass ihr immer da seid, aktiv seid. Leute, passt auf euch auf. Und wenn irgendwas sein sollte, meine Instagram und so, wisst ihr ja, wo ihr die finden könnt. In meiner Beschreibung, Leute. Peace, Leute. Passt auf euch auf und inshallah seid ihr immer gesund. Lol, voll falsch gemacht, ja. Ciao, ciao, Leute.